Herr Kempter, Menschen mit Einschränkungen haben heute auf der einen Seite die Unterstützung durch die neuen Technologien. Auf der anderen Seite, so sagen Sie, braucht es die Unterstützung durch den Menschen. Wie lange geht es noch, bis der Mensch überflüssig ist? Also meiner Meinung nach, aber gut, das ist meine persönliche Meinung, gibt es verschiedene Visionen, die vielleicht anders ausschauen. Und meiner Meinung nach wird der Mensch nie als solcher überflüssig. Selbst wenn wir, auch das liegt noch weit in der Ferne, Roboter verwenden oder einsetzen, die dann wirklich die gleiche Funktionalität haben wie Menschen, werden sie diese nie ersetzen. Also deshalb denke ich, diese Angst ist eigentlich relativ unbegründet. Schauen wir uns das genauer an. Sie haben selber den Pflegeroboter erwähnt. Mhm. Nehmen wir an, Sie selber würden pflegebedürftig und hätten aber den modernsten Pflegeroboter, den es im Moment gibt, zur Verfügung. Was würden Sie vermissen? Wir nehmen weiter an, dieser Pflegeroboter, es gibt Beispiele in Asien, er liest Ihnen wortwörtlich jeden Wunsch aus den Augen ab. Was würden Sie trotzdem vermissen? Also erstens würde ich persönlich nie einen Roboter einsetzen. Wir würden auch in keiner Weise irgendeinen Roboter empfehlen. Das ist schon mal der erste Punkt, weil mir natürlich was Wesentliches hier fehlt, weil Sie müssen ja davon ausgehen, dass vieles davon, was passiert zwischen im Face-to-Face-Kontakt, ja nicht Kommunikation ist, sondern da sind durchaus verschiedene andere Prozesse noch mit dabei, die zu einem, ja, ich sage es einfach mal, Wohlbefinden beitragen für beide Anwesenden, und das würde einem auf jeden Fall fehlen, weil es ist nicht nur die Kommunikation, es ist nicht nur die Tätigkeit, die in dem, sagen wir mal, in einer interaktiven Situation relevant ist, sondern sehr, sehr viel mehr. Jetzt nehmen wir mal an, wir hätten einen anderen Fall. Wir haben jemanden mit einer massiven körperlichen Behinderung und dieser Mensch möchte diesen Pflegeroboter haben. Würden Sie sagen, dass Behinderte ein Recht auf diese Technologien haben? Ich würde es nicht empfehlen, einen Roboter zu verwenden, weil meiner Meinung nach ist diese, selbst wenn sie dann ausgereift ist, also das sind noch sehr viele Sachen, die noch nicht durchdacht sind. Auf der anderen Seite, klar, ich meine, es kann niemandem verboten werden, etwas zu erwerben, was er unbedingt haben möchte und auch erlaubt ist. Also, aber empfehlenswert ist das sicherlich nicht, weil die Technologie unausgereift ist und mit dieser speziellen Technologie durchaus Nachteile mitgekauft werden, die bei einer, sagen wir, nicht quasi humanoiden Technologie nicht so relevant sind. Man muss natürlich immer bedenken, dass man einen genauen Blick auf diesen Roboter wirft, das heißt, was für eine Art, weil Roboter ist immer ein sehr weiter Begriff. Ja. Wir stellen uns jetzt vielleicht, wenn wir über Roboter sprechen, einen Roboter vor, der ausschaut wie ein Mensch und agiert wie ein Mensch, ja, vielleicht, ist allerdings noch recht weit weg, trotz der ganzen Bilder, die wir sehen und dieser Videos, die das suggerieren. Und auf der anderen Seite ist das ja nur ein Aspekt, ja, den wir haben. Ein Roboter, das kann ja durchaus von mir aus, hat der, besteht ja darauf, so einen Roboter zu verwenden. Aber dann ist es die Pflicht, sage ich mal, der Betreuungspersonen und der Bezugspersonen, darauf zu achten, dass es auch Alternativen gibt. Eine letzte Frage, nochmals in Bezug auf den Datenschutz. Wann haben Sie persönlich das letzte Mal trotzdem Google verwendet? Ich muss gestehen, es ist tatsächlich so. Ich habe diese ganzen Technologien, alternativen Technologien eingesetzt. Ich habe die ganzen Maßnahmen getroffen. Aber letztendlich, wenn es schnell, gut, komfortabel und mit zufriedenstellenden Ergebnissen laufen will, dann komme ich wieder zu Google. Ganz herzlichen Dank. Das ist so, oder? Ja, natürlich.